Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings. Hier meldet sich zurück euer Mare vom Wolfsrudel. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Let's Play der Battlefield Hardline Closed Beta. Gestern habe ich gemerkt, dass ich ja das Spiel in Origin zugestanden bekommen habe. Habe mich da vor ein paar Tagen mal registriert. Und siehe da, habe dann den Zugang bekommen. Und schon sind wir auf der Map. Sie heißt High Tension, ist ein Stadtgebiet, wie man hier sehen kann, hat recht Ähnlichkeit mit Siege of Shanghai aus Battlefield 4. Man kann auch hier schon sehen, also das ganze Gameplay, die Grafik, alles ist fast identisch mit Battlefield 4. Also man könnte ruhig sagen, es spielt sich wie ein DLC von Battlefield 4. Battlefield 4 war ich ja nicht ganz so zufrieden. Aber die paar Runden, die ich gespielt habe, haben schon wirklich Spaß gemacht. Man hatte einfach, oh scheiße. Der sieht mich noch nicht. Oh, ein Glück. Alter. Wow. Scheiße und tot. Das war ein, ja, gepanzerter Polizeiwagen. Sieht man gleich schon mal was ganz was Neues. Was man noch nie gesehen hat. Ja, vielleicht nochmal was zu den Klassen. Es gibt wie immer die vier Klassen, heißen hier ein bisschen anders. Operator, der Sanitäter, der Mechaniker oder Mechanic, als Pionier bekannt mit mit Raketenwerfer. Dann der Versorger und der Scharfschütze. Wir können ja hier mal der Enforcer, genau nicht, ich wollte den Mechaniker nehmen. Mit einer M92 F. Den Schalldämpfer sogar dran? Ja, die hat sogar einen Schalldämpfer dran. Lass ich den mal dran. Und ja, Raketenwerfer. Und es gibt als Nahkampfwaffe einen Baseballschläger oder einen Polizeikrippel. Kann hier auch Messer kaufen, wie ihr schon sehen könnt. Das Spiel basiert quasi auf Geld, auf Dollar als Währung, mit der man Waffen und Waffen wahrscheinlich auch später mal im richtigen Spiel Zahlungen und so weiter kaufen kann. Also man benötigt hier keine XP-Punkte, sondern man muss es eben durch Geld freischalten. Und ja, der Modus basiert, er heißt Blood Money, basiert einfach auf einem mittleren Punkt. Ah, da ist einer. Wichser, komm, Granate rein, dann ist er weg. Dann will ich jetzt den mal versuchen hochzurennen, da kann man ja reingehen. Schöne Sache. In der Mitte ist ein Punkt, so was wie ein und rot. Wunderbar. Ja, so ein Behälter, wo halt lauter Geld drin ist, also sehr viel Geld, das man halt nehmen kann. Und man nimmt immer wieder so eine Ladung quasi. Und desto länger man dran bleibt und drückt, bekommt man halt umso mehr Geld, dass man wieder zurück zu seiner Basis bringen muss oder zu seinem Geldtransporter des eigenen Teams. Wie man hier sehen kann, ist es bei uns die Markierung eines blauen Quadrats und bei den Gegnern ein rotes Dreieck. Und da beim Gegner kann man eben auch hinfahren und das Geld, das schon im Transporter liegt, wieder klauen und selbst zurückbringen. Also es hat schon hier was zu tun mit Bankräubern und so weiter. Also man sieht hier dann schon definitiv den Vergleich. Den haben wir gleich mal erwischt. Wie ihr schon sehen könnt, sind da ein Haufen Gegner, jawohl. Und gleich tot, ja, das waren zu viele. Das ist hier so eine Art Kaufhaus. Grafik, wie gesagt, ist alles ähnlich zu Battlefield 4, also Battlefield 4 Spielern dürfte es nicht schwer fallen. Mir hat Battlefield 4 schon nie so gefallen, deswegen mache ich jetzt keine Luftsprünge, weil ich sage, die Grafik sieht so geil aus in dem Spiel. Da finde ich Battlefield 3 immer noch gut bedient. War das etwa ein Gegner? Sah ein bisschen so aus, ne? Anscheinend doch nicht. Gut, dann fahren wir mal vielleicht sogar Richtung Gegnerbasis. Wie man auch hier sehen kann, gibt es auch solche Poller wieder, mit denen man verhindern kann, dass einer reinkommt. Na, jetzt geht's. Jetzt fahren die Poller da hoch.
Und wir haben hier irgendwo einen feindlichen Truck. Draußen ist er. Wird uns aber nicht angezeigt. Also komisch. Oha, das sind Gegner. Muss ich mal die zu killen. Ah, das war ein schöner Kopfschuss. Und bleibt da. Komm. Ah, der haut ab. Jawohl, da habe ich ihn. Kleinknecht. Ah, da war der nächste. Hier sieht man auch wieder das Scoreboard. Ganzen Punkten. Wie gesagt, man erhält hier eben auch Geld. Das ist mal ein bisschen was Neues. Habe ich hier schon meine G36? Jawohl, die habe ich schon. Gut, dann können wir die gleich mal benutzen. Man sieht ja auch schön den Skin vom das Aussehen des Bankräubers mit Sturmhaube. Hier haben wir die G36. Neu sind hier auch Motorräder. Das Handling, naja, da muss ich sagen, war das Dirtbike in Battlefield 4 Endgame vom Steuern her wesentlich besser. Es steuert sich doch sehr eckig und sehr, na, einfach nicht gut. Also das muss man wirklich noch beheben. Auch die Fahrzeuge an sich fahren sich wirklich nicht so toll. Also ich weiß nicht, was sie unter Handling verstehen, aber das ist wirklich nicht in Ordnung, finde ich. Und da könnte man wirklich noch vieles besser machen. Wichser, du killst mich nicht und er killt mich doch. Ja, also meine leichte Verzögerung ist immer noch da, obwohl ich einen sehr guten Ping habe von 21, also das ist wirklich traumhaft. Und auch die Server haben wirklich sehr, sehr niedrige Pings, also. Aber es ist halt das typische, der typische Grund, warum ich Battlefield 4 eben nicht so mag, weil eben da alles irgendwie verzögert, du stirbst und du weißt es eben nicht und das war in Battlefield 3 noch viel, viel schöner, viel besser. Aber gut, kann man nicht ändern. Man wusste es ja nicht spielen. Oha, den haben wir eingequetscht und schon runtergeschossen. Ah, und dann Double Kill. Traumhaft. Sehe ich gerade, man kann doch bestimmt von da drüben da reingehen. Irgendwie so müsste das doch gehen. Nee, man kann da so einfach reingehen. Gut. Und dann ist man schon fast da drinnen, wo man das Geld klauen muss. Ich habe mal das Gefühl, ich gehe mal besser oben hin. Ja, das war eine richtige Entscheidung. Achtung, da drüben ist ein Panzer und da kann man schön hochklettern. Also, es gibt ja viele Möglichkeiten, sich irgendwo zu verstecken auf dem Dach. Das gefällt mir schon sehr. Es gibt eben nicht nur eine Ebene, sondern viele verschiedene Ebenen. Da muss ich sagen, das haben sie wirklich gut gemacht. Das finde ich an der Map gut. Gibt eben auch nur eine Map. Das heißt, viel Entscheidungsfreiheit hat man gar nicht. Wie ich sehe, ist da unten keiner mehr. Den haben wir gekillt. Ah, wo war der denn? Verdammt! Ah, kam da von hinten. Teamunterstützung gibt es ja auch nicht wirklich. Gut. Ja, jetzt sieht man hier auch mein übriges Geld. Und was ich noch nicht so ganz verstanden habe, sind die Punkte. Das M wird wahrscheinlich Millionen Dollar sein, schätze ich mal. Unser Team hat quasi 0,2, also ist am Verlieren. Und denke mal, 5 Millionen muss man im eigenen Transporter haben, um zu gewinnen. Und das wird bei denen jetzt auch eben weniger. Wir haben gar nichts mehr drin, weil wahrscheinlich auch was von denen bei uns von denen geklaut wurde, weil ein paar Leute von uns da sind. Machen wir mal das Ding wieder hoch. So. Jetzt hoffe ich mal, dass da keiner ist und wir können das schön klauen. Das Geld, ich schätze schon, dass das Geld ist, das im Transporter ist. Da klaue ich mir auch mal gleich. Sieht man, man muss mal die Taste halten. Gleich nochmal. Hoffentlich kann ich noch alles mitnehmen und dann abhauen. Ich hoffe, der deckt mich da jetzt. Ah, das sieht gut aus. Oh, scheiße, der hat ihn gekillt. Aber kommt einer von uns. Jawohl, eiskalt erwischt.
Und ich schätze, ich habe das Maximale dabei. Tschüss, mein Freund. Oha, oha. Granate, die dürfte hier schön. Was soll ich hier? Was? Ist nicht tot? Nein! Wie konnte das passieren? Das waren ja so viele Gegner. Man sieht auch, wenn jemand Geld aufnimmt von diesen Punkten Moneypile-Leben, hat er auch so eine schöne Tasche hinten drauf, wo das Geld eben drin ist. Also das lässt sich erkennen, ob jemand gleich auch Geld dabei hat, von dem du, den du dann killen kannst und das nehmen. Nicht schlecht, dass alle gleich aussehen, das ist nochmal wieder eine schöne Idee. Aber es ist eben auch noch nur eine Beta. Da darf und soll noch viel passieren, damit es wirklich auch den Status eines eigenständigen Spiels bekommt und nicht nur so ein billiger Ableger oder als DLC gesehen wird. Hier haben wir Geld. Na, das ist eine Mine. Ach, das ist ja eine Art Annäherungsmine. Oh, da könnte man sterben. Ja, geht. Und die Runde ist zu Ende. Wir haben quasi 100-0 verloren. Das ist brutal. 10-7 bin ich zufrieden. Das Punktemenü sieht hier auch sehr schön aus. Sehr übersichtlich. Und ja. War jetzt, glaube ich, meine fünfte Runde oder so. Und ja, also ich finde das Spiel ist nicht schlecht. Es ist mir gefällt es zurzeit wirklich besser als Battlefield 4. Das habe ich wirklich nur 70 Stunden gespielt. Und ja, nach Watch Dogs ist das wieder mal ein bisschen was zum Online-Spielen und eine ganz gute Ablenkung. Also ich spiele das jetzt schon noch einige Zeit weiter. Und naja, ich mache noch ein paar weitere Let's Plays. Also freut euch noch auf den anderen Modus, heißt. Und ja, gut. Bis demnächst. Ciao.